Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir sollen Dix drauf folgen. Ich komme gerade irgendwie nicht hinterher. So. Ihm sollen wir nämlich eigentlich folgen. Und wir sollen auf keinen Fall das Schwert ziehen, außer er bittet uns drum. Nicht schon wieder. Bart. Bart, hör auf damit. Sofort. Bart, böse. Bart, machen Sie die Verlierer, Schatz. Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua. Bart, nicht denken. Bart nicht denken. Bart nicht traurig. Jo. Wo hast du denn den Troll her? Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In dem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart Seelenbuckelpferde. Heißt da. Siggi Bart mitnehmen. Siggi gut. Warum hast du mich hierher gebracht? Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Okay. Siehst Merke. Du die Tür da? Loch. Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums, zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Kriegst du das nicht auch alleine hin? Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart Leid tun. Bart das tun müssen. Aber kann ich nehmen. Na schön, ich werde dir helfen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen. Aber erst klar. Ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Gibt es Zeugen? Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatz. Alles weg. Och, Herr. Sind die Diebe durch das Loch eingedrungen? Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wollen nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen.
Schlechte Lippe. Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Schlechte Pilze, was meinst du? Wie meinst du das? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na, na. Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du die Diebe verfolgt? Oh, hoppala. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzliche gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Oh, ein tapferer Held. Wie sah dieses Irgendwas aus? Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sehe mich in der Kanalisation um. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Rittersporn, wo bist du da bloß reingeraten? Hallo? Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Pilze. Zwergenschnaps. Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Es war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschmissen.
Moment. Inventar. Kurz meditieren. Dann habe ich wieder Schwalbe voll. Und ich habe gedacht, Hexertränke wären widerlich. Ja, kann man verstehen, dass das ausgeputzt wird. Warum ich mich bereits beeile. Ist auf jeden Fall hier vorbei. Ganz einfach, dieses Zeug, das wirkt vielleicht 3 Minuten. Ein Smaragdring. Also, und wir haben nur 3 und danach müssen wir meditieren. Das wäre sehr schlecht. Richtig toll. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Wasserflasche? Da ist ein weiteres Schmuckstück. Perlen. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Noch so ein Blitzer muss die Leichen verbrennen, sonst verschwinden die Ertrunkenen nie von hier. Hoppala, warte, warte. So, jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich woanders fressen. Klingt so, als hätte Geralt auch Probleme, das Zeug drin zu lassen. Hallo? Tabakpfeife, Monsterherz und Monsterspeichel, ertrunkenen Hirn und irgendwas anderes. Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder.
eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Geh nochmal alles auf uns ab. Schnaps. Noch mehr Schnaps. Schnaps. Fell des weißen Wolfes. Nochmal. Dimeritium. Eine ganz schöne Schlange. Wasserflasche. Wasserflasche. Fläschchen, Wasserflasche und Alkohol. Man kann hier noch lang gehen und dann sieht man, dass es hier endet. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ich habe keine Goldmünze gesehen. So, jetzt müssen wir nochmal was von dem ekelhaften Zeug trinken. So, und am wichtigsten ist es, wenn ihr viele Hexen verschiedene Tränke trinkt, ist, dann müsst ihr darauf achten, da oben, wo der Totenschädel ist, ist der Grad der Vergiftung. Weil jeder Hexerkrank vergiftet dich ein wenig. Und irgendwann geht's euch dann nicht mehr gut. So, ein Manuskript und Seide. Zwei Haken und ein bisschen Geld. Ja, Puppe und Kelch. Buch, Alchemistenpulver, leere Flaschen. Schnaps, Wasserflaschen und Wasserflasche. Baumwolle, Ziegenfell, Wasser, Flaschen. Hast du denn auch? Dankeschön. Zu freundlich von dir. So, und dann gehen wir jetzt wieder zu Dijkstra. Sammeln hier aber vorher noch alles ein. Streitkolben. Und meine Stimme versagt wieder. Hallo, Dijkstra. Hab ich? Was willst du? Ich bin mit der Untersuchung fertig. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden?
Ich habe die Leiche eines Diebes gefunden. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Die Diebe haben den Schatz auf ein Boot geladen. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalrappen gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Ich habe Teile der Bombe gefunden. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Vielleicht irre ich mich auch. Ich auch nicht. Das habe ich gesehen. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe war im Inneren eines des Rohrs. Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Mal sehen, in welchen Abfluss sie die Bombe geworfen haben. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. So. Hier machen wir einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da und ein Abo. Und ich freue mich ganz doll. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda.